Okay, es geht weiter mit dem Chappé-Telegraphen. Im historischen Kontext sehr interessant zu sehen, wie verschiedene Kommunikationskonzepte damals aufgebaut worden sind. Und dieser Chappé-Telegraph ist so eine Art optischer Telegraph. Da gab es verschiedene Realisierungsformen. Ein Shutter-Telegraphen, wie man hier sieht auf der linken Seite, dieses englische Häuschen. Shutter daher, dass diese verschiedenen Kästen entweder leer gemacht werden konnten, also quergestellt werden konnten oder eben ein Kreis gezeigt worden ist. Es gab zwei Zustände, sechs verschiedene Shutter, also ganz klar zwei auch sechs verschiedene Zustände. Und diese Häuschen konnten dann sozusagen in Sichtweise aufgestellt werden, haben wir gerade schon gesagt, wie auch bei den Fackelträgern, und eben von einem Haus zum nächsten Nachrichten übertragen werden können, auch über größere Distanzen. Der Chappé-Telegraph funktioniert ähnlich, ist die französische Version des optischen Telegraphen, und das gab es auch als preußischen Signaltelegraphen etwas später. Und das sieht man hier, das ist ein kleines Türmchen mit einem großen Mast und zwei Armen, die sozusagen was anzeigen können. Und was man hier anzeigen kann, das ist eigentlich ganz interessant. Hier auf dem Shutter haben wir gesagt 2 hoch 6. Die Frage ist, was kann man mit diesem Telegraphen hier eigentlich anzeigen? Und der Chappé-Telegraph wurde entwickelt von Claude Chappé, darum heißt er so, der 1763 geboren worden ist. Und der hat 1794 ein Multihop-System, also mehrere dieser Türme von Paris bis nach Lille aufgebaut. Das waren 225 Kilometer. Und das heißt, es ging nicht nur von einem Sender zu einem Empfänger, sondern wirklich über mehrere Wiederholer, Repeater von A nach B, um wirklich die 225 Kilometer zu überbrücken. Und dieser Chappé-Telegraph hat all diesen Mast, den man da gesehen hat. Ich habe den jetzt mal ohne Turm gezeichnet. Man hat den Regulator, der sozusagen beweglich ist, und zwei Indikatoren, die an den Enden des Regulators aufgeführt sind. Und die weißen Punkte, da sind eigentlich hier Drehelemente, in denen ich was ändern kann. So, und die Frage ist jetzt, wie weit die Häuschen auseinander sein können. Gut, das hat natürlich damit zu tun, wie gut die Sicht ist. So näher man an die Küste kommt mit Nebel und Regen, werden die Abstände wahrscheinlich kürzer sein als in Südfrankreich, wo wahrscheinlich die Sonne öfter scheint und man bessere Sicht hat. Ja? Und man wird wahrscheinlich auch Tageslicht benötigen, aber darauf komme ich gleich noch. Gut, wenn man sich den nochmal anguckt, dann hat man den Regulator hier, der geht noch zur linken Seite weiter. Auf der rechten Seite ist ein Indikator dran, und dieser Indikator kann 7 verschiedene Positionen einnehmen. Ja? Eine achte wäre möglich. Warum die nicht erfolgt, erzähle ich gleich noch. Der Regulator, das ist also das Hauptbrett hier, kann nur 2 verschiedene Positionen annehmen. Das heißt, ich habe einen Regulator mit 2 Positionen und ich habe 2 Indikatoren mit 7 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, jede Armbewegung hat dann 7 mal 7 mal 2 verschiedene Kombinationen. Die Frage ist jetzt also, warum nicht noch die achte? Ja, dazu habe ich mal ein Beispiel. Wenn man das hier mal sieht, man hat eine bestimmte Sicht, aha, das im Nebel, das soll das ein bisschen darstellen. Ich sehe den Mast schon gar nicht mehr, aber ich sehe hier die verschiedenen Konstruktionen. Also auch bei schlechter Sicht könnte ich eine achte Position vielleicht noch ermöglichen oder vielleicht auch nicht. Das sieht man hier. Hier sieht man nur einen Querbalken. So, und jetzt habe ich die weißen Punkte nochmal drin. Da weiß man schon ungefähr, wie der Balken liegt. Aber normalerweise wird man nur einen schwarzen Balken sehen, einer bestimmten Länge. Und jetzt könnte man nicht unterscheiden, ob jetzt der linke Arm nach rechts zeigt oder der rechte Arm nach links. So, und darum hat man die achte Position gestrichen. Das hat schon etwas mit Robustheit in einer Kommunikation zu tun, zu sagen, ich möchte nicht zu viele Fehler in der Übertragung haben. Und darum hat man diesen einen Zustand, nämlich die achte Position pro Indikator, einfach herausgenommen. So, bei besserer Sicht sieht man es ganz klar, was es ist. Und hier nochmal aus Wikipedia ein paar Buchstabenkombinationen geholt, wie der Chappé-Telegraph einzelne Buchstaben macht. Also ein A, ein B, ein C. Es ist einfach nur ein Kippen des sogenannten Cs, einfach am Anfang, dann auch mehr kompliziertere Sachen, wobei hier noch nicht darauf geachtet worden ist, dass bestimmte Buchstaben, die ja viel häufiger vorkommen und viel robuster dargestellt werden sollten, eine andere Kombination haben. Das könnte man ja machen, wie auch im Morse-Alphabet. Das ist hier aber nicht der Fall. Das heißt, das, was wir vorhin in der Übertragung die Statistik genannt haben, hat hier noch keinen Einzug gefunden.
Gut, hier ist dargestellt, wie der Chappé-Telegraph einzelne Buchstaben macht, aber es wurde von Anfang an auch schon gesagt, dass man nicht nur eine Kombination nimmt, man kann auch zwei Armkombinationen zusammenführen. Dann hätte man für ein Paar 98 mal 98 verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, man hat das einfache Alphabet mit 30 verschiedenen Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung gibt es da nicht, 10 verschiedene Digits, also von 0 bis 9. Es gibt vorgefertigte Wörter, vorgefertigte Sätze und sogenannte Kontrollsequenzen. Was sind Kontrollsequenzen? Das ist etwas Protokollinitialisierung. Da kommt das Wort Protokoll her. Ich muss der anderen Seite erstmal sagen, es geht jetzt los. Ja? Es geht aber auch darum, zu sagen, ich habe mich verschrieben. Es kann ja sein, dass ich was falsch gemacht habe. Wie kann ich dem anderen sagen, du, ich habe was nicht, ich habe mich verschrieben, das muss ich normal übertragen. Oder die andere Seite könnte sagen, ich habe das nicht gesehen, oder ich habe gerade nicht aufgepasst, schicke das nochmal. Darüber hinaus gibt es auch noch verschiedene andere Kontrollsequenzen, wie zum Beispiel den Einfluss auf die Flusskontrolle, wie schnell etwas passiert. Es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass jemand sagt, sende schneller. Aber ein Empfänger könnte sagen, bitte langsamer, ich bin gerade neu hier im Job, mach das mal ein bisschen langsamer. Oder er könnte auch sagen, halt mal kurz an, es kommt eine andere Nachricht aus einer anderen Richtung. Das heißt, das nennt sich Flow Control. Also halt mal an, pausiere mal oder geh noch mal drei Zeichen zurück, das habe ich noch nicht verstanden. Ja? Und diese ganzen Sachen im Shutter-Telegraphen, dieser englischen Variante mit 2 hoch 6 abzubilden, wäre natürlich weitaus schwieriger. Das heißt, dieser Chappé-Telegraph ist schon sehr weit gediehen. Und das Schöne hier ist, er macht nicht nur einzelne Zeichen, wie bei dieser der griechischen Fackelgrafik, sondern er hat schon sehr viel Protokolleigenschaften. Neben der reinen Datenübertragung auch noch Kontrollinformationen. Etwas, was essentiell ist für Kommunikation. Ja, was wir in unserem anfänglichen Bild ja auch gesehen haben, über Semantik, Syntax, aber auch den anderen Sachen. Gut, was könnten diese anderen Signalisierung, Kontrollmessage noch sein? Zum Beispiel könnte es sein, eine hohe Priorität. Also es gab schon unterschiedliche Prioritäten für Nachrichten. Wenn etwas aus Paris kam, war das wichtig. Das musste vorher, vor den allen anderen Nachrichten übertragen werden. Es könnte auch sein, dass es eine geringere Priorität hat. Also Prioritäten in Kommunikationsnetzen war immer schon ein großer Bestandteil. Nie wirklich realisiert, aber jetzt, wo wir über die 5G-Kommunikation reden oder Computing im Netzwerk, gibt es etwas, das nennt sich Network Slicing. Genau das, nämlich die Prioritäten von verschiedenen Strömen mit verschiedenen Eigenschaften abzubilden, ist auch heute noch wichtig. Dann gibt es solche Sachen wie, ich muss mal kurz die Übertragung unterbrechen. Ja, das kann menschliches Bedürfnis sein. Das kann sein, dass wirklich eine andere Nachricht von woanders reinkommt. Das heißt, auch das einfach ein Stoppsignal. Auch zu bestätigen, ich habe die Nachricht, du kannst aufhören, wir sind jetzt fertig. Man kann auch sagen, ich empfange heute keine Nachrichten mehr, jetzt ist Feierabend, das heißt, für heute kommt nichts mehr. Es wurde wahrscheinlich aus Paris sukzessive an die Station nach außen gegeben, zu sagen, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Und man konnte bestimmte Nachrichten auch kopieren, das heißt, ich habe mal was vorgemacht, der andere hat es wiederholt, um zu sehen, hat er das wirklich verstanden, wenn es wichtig ist. Und wenn ich sehe, ah, der hat es gar nicht richtig verstanden, kann ich nochmal sagen, mach das Letzte nochmal. Ja? Man kann auch sagen, ich kann dich nicht gut sehen. Ja, ist ein bisschen komisch, weil wenn die eine Seite es nicht sieht, sollte das andere eigentlich gleichmäßiger sein. Das heißt, es ist symmetrisch der Kanal. Nichtsdestotrotz gibt es diese Nachricht, ich kann dich nicht sehen. Ja? Es kann auch sein, dass bestimmte Arme nicht funktionieren aufgrund der Seilzüge. Das heißt, man muss sagen, ich habe ein technisches Problem oder ich bin zurzeit nicht verfügbar. Im Internet heute ein 404-Fehler immer noch. Wenn der Fehler ein bisschen größer war, könnte man auch sagen, Serious Breakdown, das heißt, man kann nach Hause gehen wahrscheinlich. Kann auch sein, dass eine Station zwischenzeitlich ausgefallen ist. Auch diese vorgefertigte Nachricht gibt es. Wenn es wieder alles behoben ist, will man auch sagen, kannst du jetzt weitermachen, bitte mach weiter mit der Nachrichtenübertragung. Das letzte Signal, was ich gemacht habe, ist inkorrekt. Bitte wiederhol das nochmal. Auch solche Sachen sind da. Oder einfach zu sagen, ich brauche eine Pause. Mit einer bestimmten vorgegebenen Intervallzeit. Und das Letzte, was sehr interessant ist, es gibt auch eine Kontrollsequenz für Nachtübertragung, die aber geschichtlich gar nicht übertragen worden, also nicht belegt worden ist. Das kann also dafür sein, dass wahrscheinlich
das einfach mit aufgenommen worden ist, um die Effizienz dieser Kommunikationsanlage den Geldgebern damals ein bisschen schmackhafter zu machen, zu sagen, wir können ja 24 Stunden übertragen, auch in der Nacht. Darum gab es auch diese Kontrollsequenz Nachttransmission. Wenn man heute ein Startup macht, sind solche Sachen auch oft noch gang und gäbe, Sachen mit aufzunehmen, die wahrscheinlich nicht realisiert werden. Gut, wie funktioniert das dann? Ich habe verschiedene Türme. Hier ganz links, ein Turm möchte wahrscheinlich was an den Turm ganz rechts schicken. Der blaue Pfeil von den Türmen links nach rechts, das ist der logische Kanal. Das heißt, da soll die Nachricht hingehen. Und diese grünen geteilten Nachrichten ist das sozusagen, wo die Nachricht wirklich nachher übertragen wird. Ja? Man könnte ja auch davon ausgehen, dass der vierte schon die Übertragung des zweiten sieht. Dann könnte er sagen, ich sehe da schon was, dann müsste nicht mal der dritte das Original die Daten übertragen. Hauptsache, die Übertragung im blauen Band, im logischen Band erfolgt. Gut, und um das, so eine Übertragung zu machen, ist ganz wichtig, dass die Nachricht von Turm zu Turm, man sagt auch Hop by Hop, passiert. Und natürlich das Codierbuch der Arme, die Stellung der Arme für jede dieser Türme gleich ist. Das heißt, es war ein großes, strenges Geheimnis, was in den Büchern stand und wurde wahrscheinlich auch nie außerhalb der Türme aufbewahrt. Ja? Weil natürlich auch Leute von außen, die diese Türme gesehen haben, auch sehen könnte, was da eigentlich kommuniziert wird. Die eigentliche Kommunikation findet natürlich folgendermaßen statt. Der erste Turm sendet dem zweiten was. Der grüne ist die Übertragung der Nachricht. Der rote ist so eine Art Kontrollfluss oder Bestätigungsfluss. Rückkanal sagen wir auch dazu. Und wenn die komplette Nachricht übertragen worden ist, dann hat der zweite Turm sich aufgemacht, die Nachricht an den dritten weiterzugeben. Und der dritte dann an den vierten und der vierte zum Ziel. Ja? So, und das heißt, die Verzögerung von einem Turm zum nächsten hing damit nur noch linear davon ab, wie viele Türme sozusagen damit beschäftigt waren. Wir haben hier mal gesagt, linear, warum linear? Ja, was sind die möglichen Einflüsse? Werden wir später nochmal besprechen, wenn es um paketvermittelte oder mit mitteilungsorientierte Übertragung geht. Und die Übertragungszeit hat natürlich auch damit zu tun, wie lang eine Nachricht ist. Weil umso länger eine Nachricht ist, umso länger wird sie auch zwischen den einzelnen Türmen übertragen werden. Hier sieht man nochmal das Kommunikationsnetz in ganz Frankreich zu einem späteren Zeitpunkt. Paris-Lille war der erste, wie man hier gesehen hat, also in den Norden hinein, die 225 Kilometer. Aber das Netz wurde später ausgebaut mit auch noch viel längeren Übertragungswegen. Gut, und damit kommen wir zu den Telefonnetzwerken.